Ja, Grund zur Freude wieder, absolut. Das Heimspiel gegen den FC Augsburg, ein Pflichtsieg, meiner Meinung nach, schon vor dem Spiel gewesen. Wir haben es mit 2 zu 0 gewonnen, das Spiel. Beide Tore wieder gemacht von Thomas Pekkard, der eine 1,5 bekommen hat. Die hat er sich wahrscheinlich dadurch eingefangen, weil er eine gelbe Karte schon ganz am Anfang bekommen hat, durch eine Schwalbe, total unnötig. Vielleicht hätte er sonst eine 1,0 gehabt. Ganz egal, er war der Matchwinner, hat beide Dinger gemacht. Beim 2 zu 0 reaktionsschnell gegen Simon Jentsch, der da einen Fehler gemacht hat, den Ball hat fallen lassen. Und solche Chancen musst du einfach nutzen als erster FC Nürnberg gegen direkte Mitkonkurrenten wie Augsburg. Notentechnisch haben die total in die Tonne gegriffen, wenn man mal hier guckt, die Einwechslungen 5,5, 5,0. Und nochmal 5,5. Hat natürlich auch Verletzungspech. Sio musste raus, verletzungsbedingt. Und auch der Langkamp, der bis dahin in der Abwehr ganz ordentlich gespielt hat. Bei uns haben Gebhardt und Balic beide eine 3 bekommen. Bei Nilsson war die Zeit nicht mehr lang genug. Aber der hat es auch gut gemacht. Das sieht man es nochmal. Chancentechnisch haben wir die Dinger genutzt, Augsburg nicht. Die hatten auch einige Möglichkeiten. Aber Bongsee hat da leider für die Augsburger, muss ich sage mal leider für die Augsburger die Kaltschnäuzigkeit da vermissen lassen. Ergebnisse: Wir stehen auf dem sechsten Platz, was im Moment für die Europa League berechtigen würde. Wir sind immer noch ungeschlagen mit unseren beiden Kollegenteams Leverkusen und München in dem Fall, die das auch noch aufrecht halten. Klasse. Schalke bekommt einen Dämpfer in Dortmund, verlieren 2 zu 0, was nicht schlecht ist. Die kommen ja als nächstes, oder nein, die sind Gastgeber gegen uns beim nächsten Spieltag. Leverkusen hat gegen Mainz zu Hause das Ding gewonnen. Freiburg auswärts in Wolfsburg, da haben die sich aber auch gefangen. Nach der Klatsche gegen uns, nicht schlecht, aber Wolfsburg ist im Moment auch eher ein Schatten seiner selbst mit dem 14. Platz. Der, die Bremer können sich wieder ein bisschen Luft verschaffen gegen Gladbach. Der Sieg, Hoffenheim schlägt Fürth, die jetzt doch abrutschen. Seit 3 Spielen kein Sieg mehr. Schade eigentlich. Hamburg besiegt die Stuttgarter, die auch nicht aus dem Mittelfeld rauskommen. Frankfurt, die lassen ja auch ein bisschen federn. Sind jetzt nur noch 12. Zu Hause gegen Hannover verloren, die immer noch meiner Meinung nach Überraschungsmannschaft Nummer 1 sind. Dritter Platz. Ja, und Düsseldorf hat es den Bayern gar nicht mal leicht gemacht zu Hause. Schade. 2 zu 1 verlieren sie am Ende. Das sieht schon wieder eher nach Bundesliga aus, anstelle von dem, was die sonst in den letzten Wochen gespielt haben. Die Stimmen, ein Fan von uns, vom 1. FC Nürnberg, Daniel B., sagt: Tore schießen keine, kriegen. Absolut, ja, Phrasenschwein-mäßig. Aber es stimmt. 2 geschossen, keins kassiert heute. Zu Null gespielt schon, zum zweiten Mal hintereinander, das ist super. Der Weinziel von Augsburg sagt: Wir hatten viele Chancen, haben diese aber leider nicht genutzt. Nichtsdestotrotz wirft uns die Niederlage nicht um. Ja, hoffen wir es mal für die. Jetzt auch mit den Verletzungen, je nachdem, wie lange das dauert. Wir sind ja sowieso schon nur 15. gewesen, das könnte natürlich jetzt langsam düster werden. Spielstartstatistik: Schon wieder sind 3 Spieler von uns in der 11 des Tages. Zum ersten Mal der Plattenhardt, der wirklich mit Pekka zusammen Mann der Stunde ist, durfte zum ersten Mal bei 90 Minuten jetzt in der Bundesliga spielen, nach dem Testspiel gegen unsere A-Jugend. Hat es fantastisch gespielt. Hat den Pinola da überhaupt nicht vermissen lassen. Marcos Antonio im Moment wirklich eine Bank in der IV. Ja, Matthias Ginter von Freiburg steht auch schon zum zweiten Mal da in der Mannschaft des Tages. Den hätte ich ja auch gerne, wenn er nicht schon zu teuer wäre. Vielleicht irgendwann mal in so 3, 4 Jahren, wenn wir dann auch irgendwann hoffentlich zu den Top-Teams der Bundesliga wiedergehören, nach etlichen Jahren. Und natürlich der Pekkard vorne, der wieder 2 Buden gemacht hat, ist ja auch im Torschützenliste jetzt ganz oben angesiedelt für den heutigen Spieltag. 2 Tore, 5 insgesamt jetzt. So, Teamleistung, da stehen wir diesmal auf dem 3. Platz, nachdem wir gegen Freiburg noch die beste Mannschaft des Wochenendes waren. Es läuft also super weiter.
So, beste Spieler in der Torjägerliste. Pekka hat mittlerweile auf der 5 mit 5 Toren. Das hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen eingependelt. Haben jetzt auch drüben bei den Notenbesten nicht nur Schäfer stehen, sondern auch Platz 14 auch noch den Vollner. Den man auch nicht genug loben kann für seine Leistungen. Ja, den Platz 1 haben wir hier auch noch verteidigt auf der Wertung des Fairplays. So, Schalke, das ist Matip. Eine Woche, das könnte sein, dass der fit ist. Draxler fällt auf jeden Fall aus, genauso wie Affelei. Die werden wir nicht sehen. Adam Lusek wird dann wieder fit sein in der Woche, aber für ihn ist natürlich viel zu früh dann irgendwie. Den werde ich dann auch mal in die zweite Mannschaft, denke ich, schicken müssen. Dass der da wieder fit wird und sich anbietet. Weil das ist ein starker Spieler, also den können wir auf links auf jeden Fall einplanen. So, Niedermeyer ist gesperrt von Stuttgart. Peckert behält die Nerven, Doppelpack zum Sieg. Ganz genau. So, was wir jetzt hier sehen. Genau, 10 Tage fehlt ja noch. Mannschaft der Woche. Plattenhardt. Das super letzte Spiel würde ich jetzt nicht sagen. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass das bei den jungen Spielern manchmal zu Größenwahn führt. Deswegen lieber großes Lob. Ich will zwar keine Punkte dazu gewinnen, aber es ist auf jeden Fall besser für ihn. So, Marcos Antonio, super letztes Spiel. 5 Punkte gewinnt er dazu. Und der Peckhardt, der natürlich auch noch. Super letztes Spiel. Gewinnt auch 5 Moralpunkte. Ja, die riskante Ansprache hat absolut eingeschlagen. Wenn man sich das jetzt mal hier anschaut, ist ja traumhaft. Der Peckhardt steht jetzt innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen. Steht er jetzt hier bei einer Form von 16. Moral von glücklich und hat eine Stärke von 76. Haben zum ersten Mal jetzt überhaupt die Mannschaftsstärke von 800 geknackt. Das ist super. Mike Franz ist der einzige, den ich jetzt gerne mal rausnehmen würde. Dafür kommt Gebhardt ins Spiel. Robert Mack wird auf die Tribüne müssen jetzt. Dafür kommt, ich denke, Markus Mendler, damit wir wirklich alle Positionen hier, die wir besetzen können, auch wirklich auf der Bank nochmal wiederfinden. Robert Mack, das ist einfach wirklich enttäuschend. Also er lässt sich ja total hängen. Das Gegenteil haben wir ja gesehen beim Plattenhardt, der am Anfang auch nicht gespielt hat, aber seine Form war wirklich da und auch seine Moral, was beides nicht da ist bei dem Mack. Ich war gerade ein bisschen stutzig, weil ich hier unten geguckt habe, Infrastruktur. Das hatte ich doch dem Heini hier übertragen. Wie heißt er noch gleich? Stadion, Infrastruktur, Aufgaben übertragen. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da, Ralf. Mensch, Ralf, was machst du? Da musst du schon genug Klos aufstellen, sonst kann ich es doch gleich selber machen. Da bist du dein Geld nicht wert, guter Mann. Ja. Bin auf jeden Fall sehr glücklich im Moment, wie es mit der Mannschaft läuft. Können wir die restlichen Gespräche noch aufbrauchen. Ja, bei ihm wird es ja demnächst auch was werden wieder. Ich muss dich leider in die zweite Mannschaft schicken, damit du möglichst viel spielst. Kann ich ihm schon mal sagen. Ist alles andere als begeistert, aber er hat wenigstens jetzt die Gründe gehört und deswegen versteht er es anscheinend und akzeptiert es. So, Vertrag, Aktion in die Reserve verschieben. Ich würde auch mal sagen, für 4 Wochen, dass man es so macht wie bei dem Markus Mendler. Nicht zu lang, nicht zu kurz. So, ich glaube, ein Gespräch hatten wir noch. Das kannst du natürlich auch einen Spieler mit runterwirtschaften, wenn ich dem das jetzt sage. Hier mit Denkpause zuletzt gezeigten Leistungen haben mir nicht gefallen. Aber obwohl es ja natürlich auch der Tatsache entspricht. Mal gucken hier bei Leistung. Mike Franz, der hat, ja gut, das ist 3,29. Es tut sich nicht so wahnsinnig viel. Aber es gibt natürlich viele Spieler bei uns hier, die besser sind. Also es ist meistens auch eher in der Defensive. Also offensiv ist er da eigentlich in guter Gesellschaft. Polter, der muss auf jeden Fall seinen Arsch jetzt hochbekommen. Sonst hat der da keine Chance in dieser Saison mehr gegen den Peckhardt, der jetzt richtig anfängt, Fußball zu spielen. Ich denke, dann können wir ein bisschen weitergehen.
Spiel gegen Augsburg. Kann man irgendwo schauen, wie viele Zuschauer im Stadion waren? Ja. Würde ich gern sehen können, weil dann wüsste ich, was ich hier einstellen muss. Ob das für ausverkauft oder fast voll ist. Dann wahrscheinlich 14 Toiletten, ein bisschen wenig. Bei ausverkauft, wie viel haben wir denn da? 17. Gehen wir hier mal ein bisschen höher. Gehen wir hier mal auf, na, ich denke 19 müsste eigentlich gut genug sein. Dann gehen wir hier auf 17. Gut besucht. Gehen wir auf 12. Wenig besucht, 5. Ja, das ist eigentlich schon in Ordnung. Dann 2 und dann halt für fast leeres Stadion. Dann können wir hier für sehr wenig besucht die Anzahl auf 3 erhöhen. Ich schon gedacht, da unten, was ist das denn Infrastruktur? Ich habe noch nie gesehen. So, in 10 Tagen können wir den nächsten Scout einsetzen. Was mich schon sehr freut. Dann bekommen wir dann wirklich Woche für Woche detaillierte Informationen über die Jugend der anderen Bundesligisten. Da oben sehen wir nochmal, 1. FC Nürnberg hat Per Nilsson bis 2016 gebunden. Wichtige Personalie. Ich wollte erstmal abwarten, wie er sich so gibt, ob er das auch mal annimmt, wenn er auf der Bank sitzt. Das hat bis jetzt sehr gut geklappt, deswegen überhaupt keine Frage, dass wir ihn dann weiterhin beschäftigen. So, Garay zu Real Madrid, da ist er doch schon mal gewesen und ist grandios gescheitert. Wurde dann abgeschoben zu Benfica. Der Garay, der war ja auch mal als richtiges Talent gehandelt worden. Damals, ich weiß nicht, ob es U19 oder was WM war, wo er zusammen mit Agüero, glaube ich, da groß aufgespielt hat. Aber bei ihm hat es irgendwie nicht so funktioniert die letzten Jahre. So, wir haben wieder ein Angebot für den Tribünennamen. Die Reserve gewinnt, das ist super. Haben sich gefangen. Aha, wir haben also Queen's Park als Gegner für diesen Mattia Romanelli, wo der Spielerberater sagt, dass es ein kommender Nationalspieler ist. 49.700 können wir noch mitgehen, machen wir auch. Manuel Bier ist wieder fit. Hanno Balic wird uns ein bisschen fehlen. Der wird gegen Schalke auf jeden Fall auf die Tribüne müssen. Dafür kommt dann Cohen rein, der hat einen Nasenbeinbruch. Reserve, bester Spieler Philipp Clement. Gucken wir uns das Spiel mal gerade an. Gangkam hat wieder getroffen, das freut mich sehr. Lode von 2-0. Mintal auf seiner alten neuen Position, sage ich mal, auf LA, obwohl er das nicht so gut kann. Hat er ein Tor geschossen, eins vorbereitet, hatten wir auch eine 2 bekommen. Philipp Clement mit einer Superleistung, mit einer 1. Also so funktioniert es doch schon viel besser, wenn wir so spielen. Also die Aufstellung so belassen, wie es auch die erste Mannschaft spielt, ist ja auch eigentlich das Beste, was du machen kannst. So Barcelona-Niveau, ne? Die haben ja auch schon seit der frühesten Jugend spielen, die alle dasselbe System, was dann auch beibehalten wird bis zur A-Mannschaft. Noah Kurczowski, Abwehrspieler, ich denke mal, da hat in der Ecke funktioniert. Spielbericht, mal gucken, 41. Muss ich hier gucken. Na, doch nicht, Flanke von Mintal. Kurczowski war anscheinend noch von dem Freistoß, der kurz vorher war, war anscheinend noch vorne gewesen. Das kann sein. Gangkam hat dann in der 48. das Tor geschossen. Mal sehen, wie. Nach einer Ecke. Kurczowski hat die geschossen. Okay, anscheinend ein bisschen gewurschtelt. Gangkam hat das Ding mit der Hacke abgefälscht. Alles klar. Ja, sowas zeichnet auch ein Stürmer aus. Wenn du halt danach richtig stehst und dann nochmal Glück hast. Also EA will dann anscheinend jetzt hier das Stadion komplett kaufen. Da können sie auch gerade hier bei komplette Namensrechte. Dann heißt das Ding halt EA Sports Arena, ne? Ja, die wollen lieber die einzelnen Ecken der Tribünen kaufen. So, Laufzeit muss auf jeden Fall gesenkt werden. So, 4 Jahre. Ich denke mal, das nehmen wir mit. Das tut einem ja nicht weh, wenn die Ecken so heißen, ne? Das ist ja komplett egal. Ich könnte doch gerne noch ein paar mehr hier kommen. Ist aber Geld für uns. So, Balic muss raus für den Cohen. Das ist natürlich auch bitter, ne? Für den Mack. Am Anfang der Saison noch als Stammspieler auf RA gestanden und jetzt mittlerweile ist es der einzigste Spieler, mal abgesehen von dem verletzten Balic, der auf der Tribüne hockt und sich den ganzen Käse angucken muss. Das ist ärgerlich, aber was will man machen? Ich habe ihm nicht gesagt, er soll sich nicht reinhängen. Ne? Reserve. Was haben wir denn im Moment für ein Problem? Irgendwo muss hier ganz gewaltig Minus sein. Dass das hier auf Minus... Ja, da haben wir... Wir haben einen Spieler, der sprachlich isoliert ist, aber wer ist es? Ach, er. Haben wir ihn? Ach, wir haben wahrscheinlich... Ach, jo. Ganz klar. Ich habe natürlich nur für die erste Mannschaft
Dolmetscher eingeteilt. Das kann ich mir dann mal selber ans Ohr schreiben. Das habe ich selber verbockt. Also kannst du eine Mannschaft auch so ein bisschen aus dem Takt bringen, ne? Wenn du dann immer einen Spieler hast, der nichts versteht und man keiner kümmert sich drum. Ne? Er ist wirklich der Einzige, der da die Sprache nicht kann. Ich hoffe, es hilft ihm jetzt, wenn er einen Dolmetscher bekommt. Ich würde mir auch wünschen, dass man demnächst in den Managerspielen die Möglichkeit bekommt, wirklich die neuen Spieler oder die Spieler, die halt aus einem anderen Land kommen, die Sprache nicht können, dass man die zum Sprachkurs schicken kann. Was ja eigentlich ganz normal ist. So, Kalender mal schauen. Schalke, dann haben wir wie gesagt den Pokal. Ich würde die beiden nächsten Spiele gerne beide 3D-Spiele machen. Gegen Wolfsburg, das ist ein Heimspiel, da würde ich auch gerne noch. Also die nächsten drei Spiele werden 3D-Spiele sein. Gegen Mainz machen wir dann Textmodus und gegen die Bayern zu Hause wieder 3D. Für Textmodus, für Hoffenheim wahrscheinlich dann auch, aber so weit brauchen wir gar nicht zu gucken erstmal. So, gehen wir mal weiter. Aber bei dem Spieler bin ich da jetzt echt so ein bisschen neugierig geworden, bei diesem Italiener oder San Marino. Schalker. Ja, die Punkte könnten sie aber gerne gegen uns mal verlassen. Hätte ich nichts gegen, wenn wir da einen mitnehmen könnten. Mindestens. So, Merchandising, da können wir anscheinend den nächsten, genau, das Mauspad ist fertig entwickelt. Badeente finde ich cool. Das entwickeln wir mal. Ich habe auch selber eine Badeente hier im Zimmer stehen vom HSV. So, genau, hier hat man noch ein bisschen was. Arminia Ludwigshafen hat Interesse an mir, ich aber nicht an euch. Genauso wenig wie die Spielvereinigung Landshut. Schwarz-Weiß Reden, die kenne ich. Die spielen oben beim in der Regionalliga Nord. Die haben sich ständig gegen meinen HSV 2 beim privaten Spielstand gebalgt. So, Nico Baumann hat das Trainingsziel erreicht. Ne, 53, das kann man mal ein bisschen nach unten schieben. Rico Preisinger. Ach, das ist er. So, das lassen wir mal oben stehen. Ich wollte auf jeden Fall in der B-Jugend, da habe ich bei den Mentoren einen Stürmer, ich weiß gar nicht genau, wer es war, der Cedric Teuchert, der leider nicht spielt, weil der Kevin Basala, der geht aber nächstes Jahr hoch, das heißt, dann kann der Teuchert sich zeigen. Er hat schon einen sehr guten Torriecher gehabt von 59. Das sollte auch ruhig mal trainieren. Schieben wir das mal ganz nach oben so. Hier ziehen wir das mal ein bisschen weiter nach oben. Machen wir auf 75. Das muss erstmal reichen. Er hat dann 16 Punkte, die er da aufholen muss. Mal schauen, ob der der Polter. Obwohl, stell mal das mal um auf den Packer, der hat im Moment eine bessere Nase für Tore. Sonst müsste hier alles noch stimmen, genau. Da müssen wir dann auch mal schauen. Wir haben ein paar Spieler, die das letzte Jahr in der Jugend spielen, dass wir da eventuell welche nach oben holen. Zum Beispiel den Torwart hier, eine Stärke von 51. Dass wir da wenigstens einen zweiten guten Torwart haben, weil der Christian Bergmann mit Stärke 48, der ist dann schon ein Risiko, wenn er dann mal spielen müsste. Der Opa ist natürlich gesetzt, ist natürlich auch schon 19, 54er Stärke. Das werden wir dann auf jeden Fall noch machen. So, Teamdynamik. Schauen, was sagt der S-Wein. Aber wir können wieder ein paar. S-Wein hat eine Form von 10, da können wir ihm das mal sagen, dass wir ihn gegen Schalke in Topform brauchen. Robert Mack brauchen wir nicht, der ist ja auf der Tribüne. Raphael Schäfer, Timothy Ten, Chandler, Schäfer hat eine Form von 11. Pinola, eigentlich müsste er wieder spielen gegen die Schalker, aber der Plattenhardt ist im Moment so super drauf mit einer Form von 16. Mal schauen bei ihm bei den Werten. Er hat eine gute Ausdauer, ist einigermaßen schnell und vom Antritt her nicht schlecht.
Zweikampfgrätsche ist er auch nicht so verkehrt. Also man kann es eigentlich fast riskieren, dass man ihn da mal laufen lässt, dass man das einfach mit rübernimmt mit der Superform und der Moral. Also der wird es natürlich jetzt zeigen wollen, wie auch immer der Gegenspieler dann heißen wird. Ich würde mal schätzen, Fahrfahren. Ich denke mal, wir versuchen es. Mit ihm. Pinola wird natürlich dann auf der Bank sein, wenn es denn Bedarf geben sollte. Na gut, Leute. Das soll es denn fürs erste Mal wieder gewesen sein. Schöner Sieg gegen Augsburg. Jetzt haben wir zwei wichtige Spiele innerhalb von 4 Tagen. Und danach schon wieder Wolfsburg, auch nicht weiter weg als 3 Tage. Es wird jetzt eine klasse Woche werden, ich hoffe. Wir sehen uns dann gleich im 3D-Spiel gegen die Schalker. Bis gleich.